Ja, Leute, willkommen zurück zu Mass Effect 3. Wir sind im Silean-Nebel und im Fontis-System müsste eigentlich Dekuna sein. Ich habe das mal nachgeschlagen. Hier sollte sich eigentlich Dekuna befinden. Dekuna. Anflug und Laufbahn. Kann ich irgendwas machen? Bin etwas verwirrt. Ich hab's mir nicht genau angeguckt. Also ich hab's mir überhaupt nicht angeguckt auf Skin. Ich habe nur gegoogelt, wo Dekuna ist. Irgendwie verwirrt mich das Ganze. Wir fliegen erstmal ins Schattenmeer. Kümmern wir uns eben als erstes um die Prioritätsmission. Will nur noch mal kurz ins Questlog gucken. Dekuna. Die Elko haben um eine Notevakuierung von Krieger und Zivilisten gebeten, die auf ihrer Heimatwelt Dekuna festsitzen. Suchen Sie auf Dekuna nach Überlebenden, retten Sie sie, falls möglich, und kehren Sie dann zum Elko-Botschafter zurück. Ich bin ein wenig verwirrt. So, auf Horizon müssen wir die Zuflucht untersuchen. Komm, machen wir das. Auf geht's nach Horizon. So. Horizon ist eine gemäßigte Welt, die für Leben auf Kohlenstoffbasis geradezu ideal ist. Ihre Stickstock-Sauerstock-Atmosphäre wird durch Unmengen von Pflanzen und Bakterien aufrechterhalten. Der Boden ist kompatibel mit der Vegetation der Erde und deswegen hat sich hier auch eine Gemeinschaft von Menschen zusammengefunden. Die Population von Horizon schwankt stark. Bei einem Kollektorenangriff 2185 gab es massive Verluste, aber seit Beginn der Reaper-Invasion strömen zahlreiche Flüchtlinge hierher. Da viele illegal landen, lässt sich die Bevölkerung nicht korrekt ermitteln. Zahlreiche Kolonisten lehnen die Neuankömmlinge ab, andere sehen darin eine neue Aufgabe für Horizon. Die Werbung für die Zuflucht, das größte Flüchtlingszentrum des Planeten, ist galaxieweit zu sehen. Okay. Wen nehmen wir denn mal mit? Beim letzten Mal hatten wir Kaidan und Tali mit. Dann bin ich mal dazu geneigt, Edi mitzunehmen und... Liara. Wobei es vielleicht hier cool gewesen wäre, zwei Altgesottene mitzunehmen, weil wir Horizon ja schon aus Teil 2 kennen. Aber nun gut. Können wir alles so lassen. 3 Punkte. Bei Edi sollten wir ein paar mehr Punkte haben. Und zwar 4. Oh, wir warten und skillen die Überlastung mal aus. Hier haben wir auch 4, hier warten wir aber und skillen die Stase aus. Und bei uns können wir dann nur noch die Kryo-Munition auf 4 bringen und dann war's das. Na dann, mal ab zur Zuflucht auf Horizon. Was wissen wir, Shepard? Edi? Die Zuflucht sollte Flüchtlingen aus von Reapern kontrollierten Systemen helfen. Die Anlage ging vor kurzem offline und seitdem besteht keinerlei Kontakt mehr. Es ist unklar, warum Kai Leng oder Cerberus daran interessiert sein könnten. Wenn etwas auf Cerberus hindeutet, finden wir es. Ich empfange ein schwaches Signal aus der Anlage. Ich versuche es zu verstärken. Hier, Orianov. Bleiben Sie weg. Die Zuflucht ist nicht, was sie scheint. Bitte, Sie müssen mir zuhören. Sie benutzen... Orianna, das ist Mirandas Schwester. Wenn sie hier ist, muss Miranda auch da sein. Unsere Verbindung zu Cerberus... Nähern uns der Landezone. Ich sehe Schäden, Commander, aber keine Aktivität. Oha.
Das sieht ja mal alles andere als gut aus. Diesmal wird Cerberus uns nicht überraschen. Wachsam bleiben! Hier hat's eine Schlacht gegeben. Alles ist zerstört. Ja, aber wer hat gegen wen gekämpft? Das ist eine gute Frage. Das Spiel wurde gerade automatisch gespeichert. So. So. Was kriegen denn unsere Begleiterchens für Waffen? Bloodpack Punisher, Bloodpack Punisher. Sollen sie beide mit der MP rumholzen? Das passt schon. Wobei, wir könnten auch einem mal... Du hast die Executioner. Du hast die Talon, okay. Sofort! Dann geben wir Edi mal die Talon. Okay. Speichern wir das Ganze nochmal. Tja, wir müssen immer noch... Hat sich nichts geändert? Immer noch uns hier umgucken. Da ist alles dicht. Hat das jeder gehört? Ja, das Gut. Funkgerät ist offline. Etwas stört unsere Signale. Gut. Das erklärt, warum keine Funksprüche aus der Anlage kommen. Ja, ein bisschen. Da hat er wohl recht. Heuschrecke. Eine Heuschrecke, Shepard. Hab ich gesehen. Oh, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Ah! Phantome! Ja. Halten Sie auf Distanz! Headshot! Da kommt sie. Oh, ihr regelt. Auf den Scharfschützen achten! Jo, ich hab ihn. Na, komm raus. Eieiei, war das schlecht. Richtig mies. War das ein Treffer? Sie haben evakuiert. Offensichtlich. Und es sieht so aus, als ob die Reaper sie verfolgt hätten. Höchste Zeit, dass die sich gegenseitig umbringen. Zwei Phantome. Blümchen. Also, wir haben eine Heuschrecke gesehen. Trotzdem... Oh, hier können wir auch hin. Trotzdem ist hier natürlich auch Cerberus Präsenz. Was zu erwarten war. Und ich glaube ja, dass Miranda hier ordentlich die Finger im Spiel hat. Und uns verarscht hat. Und immer noch für Cerberus arbeitet. Irgendwie, also hier richtig tief mit drin steckt in der ganzen Sache. Ich weiß es nicht mehr. Ist nur aktuell meine Vermutung. Aber bestimmt werden wir hoffentlich sehen. Türsteuerung. Lass mich rein, lass mich rein. Lili. Ich weiß es nicht. Weiter. Noch mehr Cerberus. Da drüben, bei dem Turm. Dann ist das auch unsere Richtung. Alle Neuankömmlinge werden dazu aufgefordert, ihre Besitztümer Also hier drin sehe ich niemanden. Das erinnert aber stark an die Grissom Academy. Wenn ich das mal so andeuten dürfte. Hä? Achso. Gut, die Treppe ist im Arsch, hier kommen wir nicht runter. Medi-Station. Um die Registrierung zu beschleunigen,
Anweisungen des Personals der Zuflucht. Jawohl. Hier ist nur kein Personal. Heißt für uns keine Anweisungen, die es zu befolgen gilt. In Ordnung? Log. Das sind Aufnahmen von Überwachungskameras. Ein Empfangsbereich, in dem die Neuankömmlinge sortiert wurden. Es waren wahnsinnig viele. Los, suchen wir weiter. Na, hoffentlich. Sieht aber irgendwie aktuell hier nicht so aus, ne? Merkst du aber selber. Meldung 2139. Ein verbotenes Kommunikationsgerät wäre fast am ersten Screening vorbeigekommen. Die Scanner-Software wurde neu justiert. Es wäre nie durch den zentralen Störsender gekommen, aber wir können nicht riskieren, dass ein einziges Signal den Planeten verlässt. Meldung eingereicht. Noch ein Log. Die Anzahl der Flüchtlinge hat sich in den letzten zwei Wochen verdoppelt. Wow. Ich habe gehört, die Leute verlassen draußen vor dem Haupttor einfach die Shuttles. Sie können sonst nirgendwo mehr hin. Wir müssen da draußen unbedingt provisorische Unterkünfte aufstellen, bis alle untergebracht werden können. Klingt ja übel. PDA. Empfangsloks. Verteilungsquoten bei Zivilisten. Erwachsene 60% zur Integration, Kinder 85% zur Integration. Geeignete Kandidaten werden in alphabetischer Reihenfolge provisorischen Unterkünften zugewiesen. Familieneinheiten werden zwecks leichterer Weiterverarbeitung beibehalten. Gezeichnet B. Big B. Bud Bundy. Noch ein Log. Von der Standardunterkunft, aber das ist nun mal der Deal. Wer an der Empfangsloge Dienst schiebt, kriegt die Vergünstigungen. Eine Woche noch. Bringt dir ja jetzt irgendwie auch nicht viel, ne? Ah, hier können wir runter, bestimmt. Das muss eine weitere Landezone sein. Die Schiffe, die wir draußen gesehen haben, müssen darauf gewartet haben, rein zu dürfen. Aber wo sind die ganzen Leute, die sie hergebracht haben? Ja, Zuflucht erkunden, ich weiß doch. Bin doch dabei. Es gibt in der Zuflucht genügend Platz für alle Neuankömmlinge. Ich habe hier ein Fragment von irgendeiner Aufnahme. Ich kann jetzt nicht anrufen, aber ich schicke das hier weg, sobald es geht. Meine Kleine ist krank, deshalb bin ich weg. Ich liebe dich, aber ich muss mich um sie kümmern. Die Krankenhäuser haben keine Flüchtlinge mehr aufgenommen. Und ich konnte mir von dir keine Credits leihen. Ich weiß gar nicht, woher ich von der Zuflucht weiß. Irgendwo gehört vermutlich. Es klang perfekt. Ein Versteck, weißt du? Nur bis es ihr besser geht. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich diese gewaltige Anlage. Wir werden bereits erwartet. Okay. Noch ein Log. Hab noch eins. Wir landen in wenigen Minuten. Du solltest das hier sehen, Dad. Es ist erstaunlich. Ich nehme ein paar Sachen auf und schicke sie dir dann. Sie haben uns gewarnt, dass wir keine Kommunikationsgeräte benutzen dürfen, bis wir die Formalitäten hinter uns haben. Was habe ich dir gesagt? Die Sicherheit ist erstklassig. Ich kann es gar nicht erwarten, bis du auch kommst. Neuankömmlinge werden dazu aufgefordert, denen zu helfen, die Schwierigkeiten bei der Registrierung haben. Okay. Noch was? Irgendwo muss ich ja offenbar was übersehen haben. Ach, hier unten können wir uns auch noch umgucken, okay. Wow, jede Menge. Ist was, Shepard. Verluste auf beiden Seiten. Ja. Tote Reaper und... Da oben sind Cerberus-Soldaten. Den werden wir uns aber erst beim nächsten Mal nähern. Und dann gucken wir mal, was uns hier in der Zuflucht noch erwartet und was hier überhaupt vorgefallen ist. Äußerst mysteriös alles. Bis hierher sage ich auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, wenn es hier auf Horizon weitergeht.